Willkommen zurück bei Alien Isolation. Wir müssen langsam aus der Station fliehen. Und falls ich das beim letzten Mal noch nicht hatte, das weiß ich gerade wirklich nicht mehr. Mittlerweile spiele ich zwar immer noch auf dem PC, allerdings mit einem 360-Pad. Hab das mal ein bisschen rumprobiert, ausprobiert und festgestellt, es steuert sich deutlich besser beim Schießen. Natürlich nicht ganz so. Aber von den allgemeinen Bewegungsabläufen ist es einfach ein bisschen runder. Und nicht so hektisch wie mit der Tastatur jetzt bei WASD zum Laufen oder zum Rennen. Da können wir hier doch deutlich, deutlich feiner laufen und gehen. Und auch mit dem nach oben und nach unten bewegen. Geht jetzt alles viel feiner. Na gut. Weiter geht's. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen... müssen uns hier einmal durchkämpfen. Halt. Nee, das wollte ich auch nicht. Genau. Na gut. Okay, da hinten geht es gar nicht hoch. Lassen wir das also. Da steht wieder jemand. Was machen wir denn mit dem? Können wir an dem vorbeischleichen, ohne dass der uns mitkriegt? Da oben tropfte auch gerade noch so eine Suppe aus der Decke. Aus dem Lüftungsschacht. Irgendwas bewegt sich da oben. Das ist nicht der vor uns. Wir kriegen nämlich nur Punkte angezeigt, wenn die sich auch bewegen. Ich glaube, das war das Alien oben im Lüftungsschacht. Scheiße, wenn ich jetzt hier vorbeirenne. Wir probieren das mal. Wo gehe ich denn am besten mal lang? Okay, hier rechts in dem Raum geht es dann auch gar nicht weiter. Dann gehen wir vielleicht doch lieber hier links an dem vorbei. Zusammenarbeit für eine sicherere und besser eingegliederte Sevastopol-Station. La 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 la. Fuck. Scheiße, scheiße. Jetzt wollte ich ihn. Au, fuck, da hat's uns erwischt. Mist, wie kann ich rennen mit dem Pad? Scheiße. Ich weiß gerade nicht, wie ich mit dem Pad rennen kann. Mit A? Kann ich mit A rennen? Kann ich mit B rennen? Mit B? Nee, da lädt er nach. Ach, hier, linken Trigger reindrücken. Halt, mach die Kamera aus. So, weiter geht's. Scheiße. Müssen wir uns doch beeilen und rennen. Ich glaube, wir müssen hier lang. Scheiße. Nicht ganz, wir müssen da lang. Ah, komm, beeil dich. Oh, so, jetzt müssen wir allerdings erstmal... Ah, okay. Wollte mich erstmal heilen. Scheiße, ich wusste gerade nicht, wie ich renne. Ah, das ist lediglich der Ladescreen, den wir gerade haben. Und da gab es eine Nachricht auf Steam. Entschuldigt. Das war nicht beabsichtigt. Medikit. Da bauen wir uns doch gleich nochmal eins. So, Gerät gebastelt. Sind wir nicht voll geheilt, aber nehmen wir jetzt noch eins. Haben wir denn noch genug? Wir könnten sogar noch eins bauen. Das machen wir auch gleich mal. Von den Geräten ist das nämlich das, was wir am meisten gebraucht haben bisher. So. So. Gut.
geht's dann gleich weiter. Wo müssen wir hin? Ich glaube, wir müssen fliehen und komplett raus, genau. Oh oh. Ich habe da so eine böse, böse Vermutung. Scheiße. Hier muss... Jetzt ist es weg. Hier muss irgendwo was sein. Normale Gegner dürften hier ja nicht mehr sein. Aber dieses verdammte Alien könnte uns natürlich trotzdem überall erwischen. Ah Mist, wir müssen da runter. Scheiße. Das fällt mir jetzt erst ein. Je mehr Krach wir machen, desto schneller erwischt uns natürlich auch das Alien. Oh, 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 oh. Irgendwo bewegt sich hier was. Irgendwo könnte das dann auftauchen. Halt. Ganz cool gemacht mit diesem Teil hier. Mit dem Bewegungssensor. Oder Bewegungsmelder, besser gesagt. So. Wow, wow. Ach so, das war dieses Teil, was ich da geöffnet habe. Da können wir immer noch nicht rein. Dürften wir ein paar Meter sicher sein. Da stehe ich mal auf und gehe normal weiter. War hier nicht irgendwo noch mal ein Speicherpunkt? Ich glaube hier hinten rechts. Oder links. Oder geradeaus. Haltestelle für Sixo Communication Technologies, technischer Supportdienst. Oh. Und Gemini Exoplanet Solutions. Wer seid ihr? Oh! Ha. Wer war das denn? Keine Ahnung. Transit rufen? Machen wir nicht. Ich dachte, hier gab es irgendwo einen Speicher. Da, hinten ist er. Ich nehme hier jeden Speicherpunkt mit. Ja, überschreiben. Und weiter geht's. Lassen Sie Gepäck oder Ausrüstung nicht unbeaufsichtigt. Oh oh, hier muss direkt unmittelbar Scheiße. Hier muss irgendwo was sein. Ich glaube, da oben ist das Alien drin. Es verzieht sich aber gerade wieder. Dann gehen wir mal hier rein. Ich bin mir sicher, dass wir hier weiter müssen. Was sagt die Karte? Nehmen Sie den Transit zum Skimet-Turm. Ist das der Transit zum Turm? Zum Maschinenraum. Mist, da müssen wir nicht hin. Steht das hier draußen dran, wo die hinfahren? Nö. Da oben. Auch nicht. Da geht wieder jemand. Oder müssen wir dann die... Ich guck mal, wo der hier hinführt. Oder müssen wir einfach die Neuverkabelung nehmen? Ha, doch, hier. Den müssen wir nehmen. Gut, Tür ist geschlossen, sind wir erstmal sicher. Puh. Noch nicht so viel Aufregung bisher, aber ich bin mir sicher, das kommt demnächst wieder vor.
Finde ich ganz cool gemacht. Immer mal so ein paar kleine Sequenzen. Auch das erste Intro, wenn man das Spiel startet, ist auf alt gemacht. Wen haben wir denn da? Haltestelle für San Cristobal Krankenstation und Sixen Synthetics. Ripley, Taylor ist hier drüben. Ah, hi. Puh. Ripley? Ist das Ripley? Taylor und Samuel haben wir wieder gefunden. Taylor sieht mächtig verletzt aus. Ruhen Sie sich aus, Taylor. Wie geht es ihr? Sie muss versorgt werden. Die Krankenstation ist in der Nähe, aber ich wollte sie nicht alleine lassen. Ich werde nachsehen. Mal sehen, was sich finden lässt. Sie bleiben bei ihr. Ich werde versuchen, den Funkverstärker zu reparieren. Was, wenn diese Kreatur kommt? Verstecken. Unbefugter Sicherheitsverstoß registriert. Transitsystem auf Anweisung Apollos abgeschaltet. Na, große Klasse. Oh, oh. Was haben wir denn hier? Können wir das nutzen? Nee. Da könnten wir uns verstecken. Durchhalten, Taylor. Ripley sucht nach Hilfe. Genau. Wir, Amanda Ripley, suchen höchstpersönlich nach Hilfe. Wo müssen wir hingehen? Ah ja. In die andere Richtung. Ich schieb nochmal eben unsere Lochkarte in den Schlitz. Zack. So, das Vieh dürfte ja hier eigentlich gar nicht kommen, oder? Solange unsere beiden Freunde hier noch rumliegen. Ist egal, wir müssen trotzdem vorsichtig vorgehen. So. Ah, da liegen schon wieder Leichen. In Säcken verstaut. Was haben wir denn hier drin? Was ist denn alles nehmen? Ist blau, ist X. Schrott nehmen wir auch mit. Abgeschlossen. Abgeschlossen, genau. Brauchen wir immer noch einen Plasmaschneider für? Jalousien gehen auf. Und da im Hintergrund sehen wir wieder die Sonne. Und die Kameras verfolgen uns. Ich brauche einen Arzt. Hallo? Ich brauche... Ich kann Sie nicht verstehen. Moment. Oh, wer ist denn das? Ah. Kommen Sie hoch. Ich habe den Fahrstuhl für Sie aufgemacht. Okay, hoffentlich ist das keine Falle. Okay, das Ladungspack ist voll. Ja, ich komm schon. Der will doch was von uns. Na? Sicherheitshalber gleich mal die Waffe vors Gesicht halten. Und da kommt der nächste Ladeschirm. Ladebildschirm. Und da stand es gerade, Schächte, Lüftungsschächte sind erstmal gut, um Gefahren aus dem Weg zu gehen, aber wir sind dort nicht sicher. Vergessen Sie die Tür, die Marshals haben alles abgeriegelt. Nutzen Sie den Lüftungsschacht. Okay, wer hilft uns denn hier? Ist das der gleiche, der auch die Kamera steuert? Ah, die drehen sich immer in unsere Richtung. Was haben wir hier? Ach so, ein Sensor. Da können wir allerdings auch nicht mehr tragen. Da geht's entlang durch den Lüftungsschacht. Aber hier hinten ging auch noch eine kleine Treppe hoch. Okay. Die Tür ist zu, deswegen dürfen wir wieder durch den Lüftungsschacht kriechen.
Okay. Na, hoffentlich verarscht uns dieser Typ nicht. Das wäre nicht so gut. Die Batterie ist gleich alle von der Taschenlampe. Hat nur noch so ein geil, kleines Fitzelchen an Energie übrig. Die Zeiten sind von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 19 Uhr. Vielen Dank. Ha, wo sind wir denn jetzt? Sind wir jetzt schon direkt in der Krankenstation, im Krankenhaus? Hm. Und wo, vor allem, wo ist der Typ, der uns hier die ganze Zeit hilft? Uns Türen öffnet und schließt? Haben wir hier was? Nee. Da brauchen wir dann eine Schlüsselkarte für. Da geht es wahrscheinlich auf dem Rückweg lang. Oder später. Ne, ich dachte, da lag noch was. Es lief schon mal besser bei uns. Ja. Sehr gut, speichern wir direkt wieder. Ja, auf jeden Fall. Ah, da sitzt der. Ich bin Coleman. Ripley, ich brauche einen Arzt. Ich bin Arzt. Meine Freundin braucht Hilfe. Medizinische Vorräte. Ich auch. Auf dieser Ebene gibt es kein Sanitätsgut. Aber es sind reichliche in der Arzneiausgabe unten. Und wie kommen wir dahin? Wir? Sehe ich so aus, als wäre ich dazu in der Lage? Ich brauche Ihre Hilfe und Sie brauchen meine. Finden Sie zuerst den Zugangscode für den Wartungslift und dann komme ich mit Ihnen nach unten auf die Krankenstation. Zugangscode? Ja, ich kann Ihnen Anweisungen von hier aus geben. Molly oder Lingard müssten den neuen Zugangscode gehabt haben. Mollys Büro ist am wahrscheinlichsten. So, dann müssen wir jetzt erstmal wieder den Zugangscode finden. Vorher allerdings Mollys Büro. Aha, das ging sogar. Dachte, wir können hier wieder durchkriechen. Glaubt zwar nicht, dass hier hinten Mollys Büro liegt. Wir klettern einfach mal hier lang. Vielleicht finden wir nochmal was Verstecktes. Oder können wir hier bloß raus, wo wir gerade schon gewesen sind? Ne. Hier waren wir noch nicht. Was ist das denn? Das ist wieder so eine eigenartige Figur. Aha, da geht's auch noch weiter. Da haben wir eine Versteckmöglichkeit. Und nochmal eine Ausweiskarte. Ich hoffe, wir verlaufen uns nicht. Ah, okay. Okay, gut zu wissen. Gut, da sind wir gerade da durch den Lüftungsschacht geklettert. Und da gehen wir jetzt hier geradeaus weiter. Psychiatrischer Trakt oder irgendwie so. Psychiatrie. Na los, also arbeiten wir am besten zusammen, oder? Beiderseitiger Vorteil. Gehen Sie weiter. Dieser Bereich war für unsere instabilen Patienten mit der Anpassung an den Weltraum Probleme hat. Sagen Sie mir einfach, wo tragische Fälle. Keine Sorge, die sind längst verschwunden. Okay.